Ja, herzlich willkommen in diesem Video. Ich zeige euch, wie ihr den Matrix Element Messenger auf eurem Smartphone installiert und ihn mit dem Account, den ihr bereits auf dem Desktop angelegt habt, verbindet. Als erstes laden wir die App. Dafür gehen wir auf den F-Droid App Store, gehen rechts unten in die Suche und suchen also Element. Dann sehen wir hier bereits Nummer 2, Element sicher kommunizieren, laden diese App herunter, installieren sie. Je nach Internet-Speed kann das einen Moment dauern, aber da sind wir schon. Möchte ich diese App installieren? Ja, natürlich möchte ich das. Und da sind wir und können also hier direkt auf Öffnen klicken. Wir sagen Sign in. Wir haben ja bereits ein Konto erstellt mit unserem Desktop-Client. Also sagen wir Sign in, anmelden und müssen als erstes wieder ganz oben den Server ändern, auf dem wir uns bewegen wollen. Also hier oben, wo Matrix.org steht, da klicken wir auf Bearbeiten. Und tragen also den Server unserer Organisation, den wir selbst betreiben, ein. Das ist hier unser Spielwiesentest-Server. Den übernehmen wir hier weiter. Und kommen also hier auf die Login-Seite. Ich melde mich an mit meinem Benutzernamen. Das ist jetzt hier Leonardo Schildkröt. Dem habe ich angemeldet. So. Und mit meinem Passwort. Und da sind wir also im System angemeldet und wir wollen jetzt nicht mithelfen, Daten zu übertragen. Erstens sage ich, möchte ich Element erlauben, Berechtigung zu senden. Da sagen wir ja, ich möchte Bescheid bekommen, wenn mir jemand was sagt. Und dann sehen wir jetzt als erstes diese Aufforderung oben, verifiziere das Gerät, indem ich also an einem anderen Gerät bestätige, dass das hier ein legitimer Verbindungsversuch ist. Da klicken wir oben drauf. Und dann kann ich hier also sagen, mit einem anderen Gerät verifizieren. Und dann sehe ich also hier, was habe ich noch für ein anderes Gerät? Element Desktop. Eine Verifizierungsanfrage wurde gesendet. Die sollte also jetzt hier auf meinem Desktop-System ankommen. Und da sehe ich auch schon, sehe ich hier, Verifizierung wurde angefragt mit der Kennung hier von diesem System. Und dann sage ich also Sitzung verifizieren und diese Anfrage hält also 600 Sekunden. Wenn ich also nichts mache, dann läuft es einfach ab. Jetzt sage ich Sitzung verifizieren, ich möchte es ja machen. Und jetzt kann ich dieses Gerät verifizieren, indem ich den QR-Code scanne. Mit dem Handy habe ich ja die Kamera eingebaut, kann ich also nutzen. Ich sage also mit diesem Gerät scannen. Da muss ich erstmal dem System erlauben, die Kamera zu benutzen. Das machen wir natürlich. Und jetzt bin ich hier am Handy, scanne den Desktop und sehe also, Verifizierung wurde fast geschafft. Durch das Scannen poppt hier am Laptop diese Anfrage auf, an das Gerät verifizieren. Zeigen beide Geräte das Wappen an. Wir prüfen, ja, beide Geräte zeigen das Wappen an. Damit sagen wir ja. Erfolgreich verifiziert. Auf dem Handy ebenso. Fertig, erfolgreich verifiziert. Und jetzt sind diese beiden Geräte also mit dem Element Account Leonardo Schildkröt verbunden und wenn ich jetzt also Nachricht empfange, empfange ich die jeweils auf beiden Geräten. Vielen Dank
und viel Freude beim Einrichten.